Immer wieder samstags. Oh, wen haben wir denn da? Nachdem vor kurzem das Framer auf dem Testmenü stand, geht es heute mit dem Slammer X, und zwar dem Hybrid Ride, auf den Trail. Ich hoffe, dass ich schneller bin beim Brötchen holen. Okay. 3, 2, 1. Und die Uhr läuft. Ja, was ist denn hier los? Keine Unterstützung? Ah, man muss den Motor starten, ohne in Bewegung zu sein. Habe ich etwa nicht richtig zugehört bei der Einweisung? Ob nun Safety-Feature oder Software-Eigenheit, die Technik am E-Bike erfordert einfach etwas mehr Vorbereitung. So müsste ich zum Beispiel sehr aufpassen, dass der Akku auch immer geladen ist. Ansonsten wäre der Spaß doch vielleicht schneller vorbei, als mir lieb wäre. Okay, über die Qualitäten eines E-Bikes im normalen Uphill auf Forstwegen kann man nicht viele Worte verlieren. Es ist schnell, einfach und bequem. Interessant wird es aber, wenn man den Vergleich zieht zwischen E- und Biobike. Und ich bin die gleiche Strecke hier auch schon mit dem Ghost Framer gefahren. Die Differenz zwischen beiden Anstiegen sind ca. 6 Minuten an dieser Stelle. Und das trotz der Pause mit dem E-Bike vorhin, um den Motor neu zu starten. Absolut beeindruckend. Okay, also ich habe jetzt hier Trail drin. Das heißt, es ist tendenziell mehr Unterstützung, allerdings gebe ich auch ordentlich Gas, weil die Art und Weise, wie ich das E-Bike nutzen würde, wäre genau so: schneller oben sein und vielleicht in der gleichen Zeit von einer Runde 2 auf die Uhr zu kriegen. Und hier bin ich nun gleich am Ziel angekommen, den Einstieg in die erste Teststrecke, den offiziell als Mountainbike-Weg ausgeschriebenen Lochentrail in Balingen. Und der Sieger steht fest, was für eine Überraschung. Es ist das Slammer X Hybrid. Und jetzt noch etwas Bike-Porno zu dem Elektrobock. Hervorzuheben ist, dass das Bike mit 29-27,5 Zoll voll modern auf den Reifen steht und für die notwendige Reibung in den Kurven sorgen Maxxis Shorty und DRR2, und dafür könnte ich Ghost abknutschen. Die RockShox Yari vorn mit 160 und der Super Deluxe Coil hinten mit 140 mm Federweg bilden das Fahrwerk. Ordentlich nach vorn geht es mit dem Shimano Steps E8000 und der Eagle GX Schaltung. Eine verstellbare Sattelstütze und standfeste 4 Kolbenbremsen sind auch mit von der Partie. Das hier getestete Bike wiegt ca. 24 kg in Größe L und kann als 1,90 Meter großer Mensch gut gefahren werden. Jetzt aber Schluss mit der Materialschlacht und ab auf den Trail mit dem Ding. In Form meiner Kommentare hört jetzt meinen subjektiven Eindruck von dem Bike, den ich live und ungefiltert zum Ausdruck gebracht habe. Es handelt sich bei diesem Video nicht um bezahlte Promotion. Bis auf die Bereitstellung des Leihbikes vom Bikeshop Schaltwerk Biesing habe ich keine Vorteile erhalten. Okay, der Stahldämpfer. Der kickt schön raus. Das habe ich beim Framer auch so in Erinnerung. Aber jetzt bin ich auf dem Slammer X unterwegs. Und das Ding kann was. Nein, das ist nicht die Natur, die da so quietscht. Das ist die Bremse. Aber ich muss sagen, das Bike schlängelt sich hier sehr gut durch. Kann ich gar nichts aussetzen. Das ist die erste Fahrt, die ich mache. Und dank der Unterstützung durch den E-Motor sieht die Auffahrt zur nächsten Runde doch etwas anders aus als gewöhnlich. Hui! Schon mal mit 25 den Berg hochgefahren. Runde Nummer 2. Okay, man sieht hier gleich, dass ich es bei der zweiten Runde ganz anders laufen lassen kann. Die Gewöhnungsphase war kurz und bereits nach der ersten Abfahrt habe ich Vertrauen ins Material fassen können, um mich dem Spaß auf dem Trail voll und ganz zu widmen. Und apropos Spaß auf dem Trail, an dieser Stelle möchte ich dem Schaltwerk Biesing, einem Bikeshop mit Mehrwert aus dem Zollernalbkreis, herzlich danken, die mir freundlicherweise dieses Bike zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Schaut gern mal in Facebook, Instagram oder live beim Schaltwerk vorbei. Es gibt immer wieder spannende Angebote und ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Wenn ihr wissen wollt, was das
Schaltwerk als Bikeshop so besonders macht, dann schaut das Video an, welches ich zu diesem Thema gedreht habe. Jetzt oben als Infokarte und in der Beschreibung dieses Videos. Noch 2 Minuten Zeit zum Brötchen holen. 58 Minuten für 2 Runden meines Hometrails. Das ist grandios. Daher noch die 2 Minuten fürs Brötchen holen. Brötchen. Aber wie sich das Bike nun im engen technischen Gelände schlägt, das ist spannend. Wir haben hier eine neue Geometrie. Die Rahmengröße L ist so groß wie mein Leitwill in Größe XL. Und ich probiere jetzt mal aus, wie es mit Umsetzen geht. Auf meinem Lieblingstrail hier, der euch vielleicht bekannt vorkommt. Und ich will euch gar nicht lange langweilen mit Bildern aus der Fahrerperspektive, denn die kennt ihr ja schon. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal von außen an. Ich muss sagen, dass ich vollkommen überrascht war, wie gut sich das Slammer X hier in den sehr engen Spitzkern geschlagen hat. Dass ich ein sehr langes und schweres Bike unter mir hatte, habe ich fast gar nicht mehr gemerkt. Die Tretlager ist ein bisschen tiefer als bei meinem Leitwill. Und jetzt kommen wir hier in einen Bereich, in dem es wirklich spannend wird. Denn dieses Felsenmeer hier ist unheimlich schwer zu bewältigen mit dem Fahrrad. Hier kommt es jetzt mehr denn je darauf an, dass der Motor richtig freigibt. Also so weit bin ich noch nie in einem Zug gekommen. Und jetzt geht es wieder raus aus dem Felsenmeer, einem tollen Spielplatz für Technikfreaks. Aber immer schön auf den offiziellen Wegen bleiben, um dieses Biotop mit seiner eigenartigen Flora und Fauna nicht zu sehr zu belasten. Und jetzt noch zu dem Teil meines Lieblingstrails, der sehr viel Flow bietet, wenn man den Trail richtig anfährt. Und hier ist gerade ein Paradebeispiel dafür, welches gleich aufkommt, nämlich ein Wurzelteppich, den man nur schafft, wenn man richtig Schwung mitnimmt und durchpedaliert. Natürlich ist das mit dem E-Bike generell leichter, allerdings nicht wirklich einfach, denn der Motor, der schiebt ja ordentlich und die Gefahr ist einfach, dass der Hinterreifen durchdreht und man entsprechend dann dort die Traktion verliert. Das ist hier nicht passiert und ich bin super durchgekommen, was mich sehr gefreut hat. Und während wir jetzt hier noch diesen Traumtrail entlang fahren, komme ich zu einem kurzen Fazit. Das Ghost Slammer X Hybrid 3.7 Plus ist ein stimmiges Bike und sowohl die Komponentenwahl als auch die Geometrie und das Laufradkonzept sind in Kombination einsame Spitze. Ghost schlägt hier absolut den richtigen Weg ein. Ich kann im Testzeitraum keine wirklichen Schwachstellen entdecken, natürlich vorbehaltlich einem Langzeittest, den ein 2-tägiges Fahren einfach nicht ersetzen kann. Am Ende des Tages liegt meine persönliche Präferenz jedoch nicht bei einem E-Bike und wenn dem so wäre, dann wäre das Bike zumindest auf der Liste der möglichen Kandidaten für einen Kauf ganz oben. Jetzt bleibt mir nur noch, mich fürs Zuschauen zu bedanken. Ich sage auf bald, euer Arvid alias Trailsammler. Ciao.
Yes. Move flow.